hätte so ein schöner Abend werden können. Doch das Wiedersehen von befreundeten Ehepaaren gerät zunehmend außer Kontrolle. Afterplay ist eine Komödie von Anne Meara. Es ist wieder soweit. Zwischen dem 4. und 9. März werden die Musiker des 12. Internationalen Meisterkurses ihre Meisterlichkeit unter Beweis stellen. Jeder Lehrer kennt das Forum. Aber wer war eigentlich Kurt Hirschfeld? Am 10. März eröffnet eine Ausstellung über den vor 100 Jahren in Lehrte geborenen jüdischen Dramaturgen, Regisseur und Theaterintendanten. Der Dieb, der nicht zu Schaden kam. In Dario Fos Posse wird ein erfolgloser Dieb von seinen lieben Mitmenschen an der Arbeit gehindert. Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy. Der Aufstieg Hitlers wird hier genial einfach als Geschäftsmanöver dargestellt. Bertolt Brecht schrieb dieses Stück im finnischen Exil kurz bevor er in die USA floh. Theater im anderen Kino. Eine Produktion von Mitarbeitern und Stammbesuchern. Sie schlüpfen in die Rollen der Helden im 1968 von Wolfgang Bauer geschriebenen Stück Magic Afternoon. Ein Nachmittag der Exzesse und der Langeweile endet in Gewalt und Aggression. Ein Stück irgendwo zwischen Realsatire und Tragödie.